Lautere Andachten. Diesmal mit Katharina Westrich. Sorgen kennt jeder von uns. Und es gibt vieles, was uns Sorgen machen kann. Was sich wie eine Bleiweste um die Seele legt. Was Sorgenfalten im Herzen bildet. In Guatemala, einem Land in Südamerika, gibt es seit alters her einen sehr schönen Brauch. Da werden auf den Märkten solche handgefertigten kleinen Püppchen verkauft. Sie haben den Namen Sorgenpüppchen und werden aus Draht, Pappe und bunten Stoffresten hergestellt. Die Sorgenpüppchen sind liebevoll gearbeitet. Augen, Nase und Mund sind gut erkennbar. Und sie tragen farbenfrohe Kleidung. Der Legende nach erzählt man den Sorgenpüppchen seine Sorgen, bevor man am Abend ins Bett geht. Dann legt man sich das Sorgenpüppchen unter das Kopfkissen. Und am nächsten Morgen sind dann nur noch die Püppchen unter dem Kopfkissen zu finden und die Sorgen sollen verschwunden sein. Eine schöne Legende, nicht wahr? Zu schön, um wahr zu sein. Aber so einfach lassen sich Sorgen nicht entsorgen. Wenn sie sich erst einmal in unsere Gedanken, in unser Herz eingeschlichen haben, entwickeln sie oft die Eigenschaft, sesshaft zu werden, zu wachsen, unser Denken und Fühlen in Beschlag zu nehmen. Bleibt also die Frage: Was hilft? Was hilft uns, dass wir uns nicht zersorgen, dass die Sorgen uns nicht zerfressen, dass die Sorgen nicht allzu große Schatten werfen auf unser Heute und unser Morgen? In der Bibel steht der wunderbare Satz: Alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Ist unser Gott nicht ein toller Gott? Ein Gott, von dem die Bibel sagt, er sorgt für uns? Er ist besorgt um uns. Er lädt uns ein, ihm unsere Sorgen zu nennen, ihm unsere Sorgen ans Herz zu legen. Ja, im Text heißt es sogar, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können. Wir können Gott sozusagen zuwerfen mit unseren Sorgen. Seien sie noch so groß, noch so schwer, noch so belastend. Egal, was uns zersorgt, die Bibel sagt, Gott ist die Adresse für unsere Sorgen. Er ist unser Ansprechpartner. Gott ist so eine Art Kummerkasten, so eine Art Annahmestelle für alle Sorgenpäckchen, an denen wir zu tragen haben. Und das Beste ist, wenn wir Gott unsere Sorgen nennen, dann speist er uns nicht mit billigen Worten ab, mit trostlosem Trost, nach dem Motto: Ach, Kopf hoch, das wird schon wieder. Nein, Gott nimmt unsere Sorgen ernst. Er nimmt sie sich selbst zu Herzen. Und Gott verspricht uns kein sorgloses Leben, aber er lässt uns mit unserem Sorgenpäckchen nicht im Regen stehen, sondern er trägt sie mit. Es tut gut, wenn man seine Sorgen einmal ansprechen, einmal aussprechen kann. Es tut gut, wenn man für seine Sorgen ein Ohr, einen Zuhörer hat. Es tut gut, wenn man seine Sorgen einmal abladen kann. Das erleichtert, das befreit, das entlastet. Es ist sicher ein schöner Brauch in Guatemala, seine Sorgen den Sorgenpüppchen mitzuteilen. Aber besser ist es, uns mit unseren Sorgen an Gott zu wenden. An den Gott, von dem es in der Bibel heißt: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Pfarrerin Katharina Westrich, Christuskirche.